Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 mit mir King Falco. Jo, und jetzt müssen wir wieder neue Fahrt aussuchen. Was nehmen wir denn heute? Hamburg aus der Trick schon wieder. Wollen wir das halt schon wieder nehmen? Das ist irgendwie am teuersten, wo man am meisten Cash kriegen. Das andere, boah, sitzt ja immer weniger oder was? Schutz, gleich um die Ecke. Na, dazu sagen wir die, ne, wir machen wieder hier. Aber das Joghurt, das von gestern, war von mit Reis. Das interessiert mich nicht so viel, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. Okay, dann fahren wir mal los. Aber ich kann irgendwie kein Licht anmachen. Und blinken. Achso, man kann ja so gucken. Jolo. Gut, geradeaus fahren. Null. Lol, wo ich angehalten bin, ist auch nicht schlecht. YOLO! Oh, es hat gerade schon wieder grün. Läuft! Und wieder eine schöne Fahrt nach Osnabrück. Sie haben eine Arbeitsagentur. Was? Ah, der drückt da. Das habe ich gesehen, aber der hält irgendwie nichts an. Oder muss ich das mal? T. Warnblick ist auch nicht schlecht, nee. Lol. Ah, hier ist die Weltkarte mit M, ja. Das ist der Map. Hier kann man 50 fahren. Und hier wieder. Da steht 90. Aber nee. Mein Navi sagt 80. Und diesmal ein Volvo fahren wir diesmal mit den LKW mit Joghurt. Oha, da muss ich ja wieder aufpassen, der Joghurt ist ja, geht ja kaputt, reißt ja nicht so. Und diesmal muss ich auch in meine Spiegel gucken, wenn ich rüber fahre. Und wenn ich da lang. Da kommt der noch, der sind schon schnell gewesen. Das hat er gemacht. Hat er gemacht. Der schöne. Tempomat ist geil. Da brauche ich jetzt nur noch zu lenken. Und die Geschwindigkeit bleibt. Geht immer bis zu 80 wieder hoch. Oder bis 83.
50, ne, rund 80. Es wird dunkel. Der macht aber irgendwie die Lichter. Ich muss da nochmal gucken. Jetzt gucken wir nochmal richtig. Gameplay, ordne die Funktion der Tasten. Gas, Bremse, nach links, nach rechts lenken. Hochschalten, herunterschalten, auf neutral schalten, hochschalten. Betriebswechsel, Automatik. Motor anlassen. Aha, mit E feste Motorbremse. Schalter, Motorbremse. Aufliegebremse. Retarderstufe erhöhen. Achse heben, senken, blinken, warm blinken. Lichtmodi, mach ich mal. So, und wenn ich jetzt aufkomme. Ach so. Ich hab's rausgekriegt, geilo. War jetzt ja schon 0:08. Da kriegt man eine Jugendstrafe, wenn man kein Licht an hat. Im Dunkeln. Da kommt dann auch wieder der Zeigefinger und sagt du. Kommt schon wieder einer. Jetzt fahre ich in der Mitte. Jetzt überhole ich alle. Oha. Oha. So, jetzt kann ich jetzt mal wieder hier rüber. Magdeburg. Schütter Kassel, Magdeburg, Hannover. Ich würde gerade ausfahren. Du Arschloch, ich hab geblinkt. Das war da. Das ist doch voll Beschiss. Ich hab geblinkt. Weil ich rüberfahre. Weil ich nicht abbiegen wollte. Dreckschwein. Und ich krieg natürlich die Schuld, wenn der hinten drauf fährt auf mir. Jetzt aber schnell rüber. So, jetzt muss er langsamer fahren. Nö, ha, voll verarscht. April verarscht. Wenn es jetzt aber August, ne, September schon ist. So, wieder auf die Spur. Folgt mal auf die Spur wieder. Da vorne kommt schon wieder so eine Abzweigung. Ich muss schon wieder geradeaus. Da kommt schon eine Arena. Fahr schnell vorbei. So. Jetzt sind ja viele Abzweigungen. Was steht denn da eigentlich dran? Was? Amsterdam? Nee. Der Stoff, der aus dem Antiterrorkrieg kommt.
So. Eine Stunde 30. Das ist noch eine Stunde 15. Nee. Oha. Alter, was macht der denn? In der Nacht? Was jetzt erst 23.01 Uhr? Vorhin war das schon 0 Uhr. Bin ich jetzt ja einen Tag gefahren? Da war jetzt 42 da. 41, hä? Hä? Und jetzt ist das immer noch früher. Hä? Und schon wieder geradeaus fahren. Kann ich auf dieser Spur bleiben? Oha. Danke, danke. Dammit. Oh, jetzt habe ich ja viel Schaden. Ich habe nicht mein Drüben. Joghurt, viel kaputt hier. Ach, da oben 23 Uhr, jetzt sehe ich das da ganz oben neben dem Brief ist eine Uhrzeit. Und nicht da unten, wo schon auch MO dran steht mit 23,76. 37, 76. Lol. Mit 30 ist übelst lang dran. Verderben, wir müssen leben, bis wir sterben. Machen wir geradeaus noch hin. Oh, schon wieder angeeckt hier. Noch mehr Joghurt kaputt hier. Schon spät. Sieht man ja aus der Nacht. Bin müde. Ne, Spaß. Wieder in Osnabrück, aber diesmal steht nicht der erste Aufenthalt, weil wir schon mal die letzte Folge auch in Osnabrück gewesen waren. Und diesmal fahre ich ja nicht da, sondern ein bisschen geradeaus.
Und hier, oh. Scheiße, die Kleister. So, und jetzt. Sag mal hier, ah, gut. Gucken wir mal hoch. Und jetzt. Wo ist denn am besten zu schauen? Eigentlich nur. Nein! Oh. Oh. So, jetzt muss ich jetzt gerade wieder hin. Und jetzt. Lass mal noch mal reingucken. Lenkrad gerade halten. Oh. Oh oh. Nein. Oh, das ist ja schon wieder richtig rumgedreht. So. Oha. So. Jetzt muss ich gucken, so. Ja. Hä? Hä? Wenn ich gerade halte, you know. Ich muss das, ach ja. Hä? Wieso tritt er denn eigentlich da so kacke ab? Das gibt's doch nicht. Wenn ich das so gerade habe. Kann der jetzt nicht gerade? Und jetzt? Ist jetzt gerade. Hier. Oh. Und
Joghurt von Hamburg nach Osnabrück geliefert. Gefahrene Strecke 248 Kilometer, Dauer 3 Stunden 48 Minuten, verbrauchter Kraftstoff 110,5 Liter, Basisvergütung 248 Kilometer, Kontostand 3747, 248 EP, Erfahrungsbonus plus 56 Euro, Bonus für Parken des Aufliegers plus 45, Abzüge 8,5, 1340 und 142 EP, aber plus 2463 Euro habe ich gemacht und 151 EP. Okay, aber leider war schon wieder die Folge für heute. Hoffentlich hat es euch wieder gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wiedersehen!